Vorweg muss ich sagen, dass es für mich persönlich ein sehr trauriger Tag ist, weil ich mich vom ersten Tag an hier beim VfL sehr wohl gefühlt habe, von Anfang an. Der VfL Wolfsburg und Klaus Allofs gehen getrennte Wege. Dies bestätigte der Verein auf seiner Homepage sowie über die sozialen Netzwerke. 14 Spieltage, 10 Punkte, Abstiegskampf. Die Wölfe reagierten nun auf die sportliche Talfahrt der vergangenen Monate. Dennoch ist es so, dass wir jetzt auch die Realität, den Jetzt-Zustand, den können wir nicht aus den Augen verlieren. Und da stehen wir auf einer Position mit 10 Punkten, die nicht sehr komfortabel ist. Bereits im Oktober diesen Jahres wurde Coach Dieter Hecking beurlaubt. Nun beendet der Club auch die Zusammenarbeit mit Allofs. Dieser trat im November 2012 das Amt des Geschäftsführers Sport an. Das zeigt schon, dass man so ein Engagement, so eine Aufgabe, so eine Mission, kann ich schon fast sagen, dass man die nicht gerne niederlegt. Und aber auf der anderen Seite sind es natürlich die ganz harten Fakten, die Bundesliga eben auch bestimmen. Und von daher muss ich das so akzeptieren. 4 intensive Jahre später stellt der VfL Wolfsburg die sportlichen Weichen neu, um das Szenario Abstieg in der Rückrunde vergessen zu machen. Also insgesamt kann ich sagen, dass ja für mich eine große Ehre war, für diesen Verein, für den VfL Wolfsburg, eben hier über eine gewisse Zeit tätig gewesen zu sein und dass ich ein bisschen mitgeholfen habe, dass der Briefkopf sich ein wenig verändert hat. Vielen Dank.